Weiter geht's bei RimWorld und unserer wunderschönen Kolonie. Und wir haben uns dazu entschlossen, den Arbeitsplatz nochmal ein bisschen umzupriorisieren. Wir haben nämlich das Problem, dass hier keine Joints produziert werden. Und ich meine, wir sind transhumanistische Kiffer. Und wir brauchen langsam mal einen Joint. Ja, unsere Leute drehen hier fast durch. Also das geht so nicht. Deswegen. Ich habe eine Mod installiert, findet ihr alles in der Modliste. Das nennt sich WorkTab und ich bin ja ein Freund davon, so eine Sachen sehr fein zu steuern. Das machen wir jetzt. Da könnt ihr das Ganze aufklappen und die Einzelprioritäten euch angucken. Wirkt im ersten Moment sehr erschlagend, ist es auch absolut. Aber wir können jetzt bei dem Strategie-Nerd nicht nur Handwerk priorisieren, sondern einmal den Punkt, den wir Dinge am Arbeitsplatz herstellen, auf 1 setzen. Und Drogen synthetisieren auf 1 und alles andere lässt er bleiben. Das heißt, er macht keine Gesteinsblöcke, er macht den ganzen anderen Kram nicht, er kümmert sich wirklich nur um die Drogen. So, dann machen wir das wieder zu. Und ihr seht dann hier auch an diesem, ich weiß ja, ich hoffe, ihr könnt das sehen, an diesem Halbmond hier, der hier drin ist, dass dort eine Priorität vergeben ist. Okay, gut. Dann geht's weiter und dann hoffe ich mal. Das muss hier noch getragen werden. Dann hoffen wir mal, dass das jetzt klappt. Und wenigstens den Gang hier haben sie schon sauber gemacht. Das ist doch schon mal etwas. Hier ist immer noch alles dreckig, aber den Gang haben sie sauber gemacht. Na super. Haben wir einen Reinigungsbefehl? Ein Boomerloop würde zu. Nein, ernsthaft? Och, wie süß ist das denn? Wir haben unseren eigenen Boomerloop. Ist ja cool. Das ist ja niedlich. Was können wir denn mit dem machen? Nix. Kraftstoff. Der produziert Kraftstoff. Ernsthaft? Okay. Dann werden wir ihn mal ins Heimatgebiet schicken, dass er sich nur bei uns aufhält. Das ist ja cool. 280 Fleisch. Nicht schlecht. Wir sollten ihn tatsächlich Fleur oder Frère zuweisen. Den Tierpfleger anleihen lassen, ja. Die Frage ist: Hallo, alle Niori, schön, dass du da bist. Wer ist bei uns der Tierpfleger? Das ist aktuell Pink. Jetzt gucken wir nochmal, wie. Skill is too low bei Pink. Es geht also nur bei Fleur oder Freier. Dann lassen wir sie das machen. Sie finde ich ganz, ganz nett. Und sie soll ihn bitte attackieren, priorisieren das Anleihen von der Boomerloop. So, das kann sie ruhig mal machen. Ich meine, das ist ja nur auch nicht so weit weg. Och, ist das cool. Ist das nicht niedlich? Ach, wie süß. Okay, haben wir jetzt hier überhaupt genug Essen drin, ne? 0,77? Oh Gott. Wir müssen dieses Gehege größer machen. Okay, also, wir reißen das Ding hier ab. Und dann machen wir das Gehege hier ein bisschen größer. Oh, das geht ja gar nicht. Also nur 77 ist natürlich jetzt ein bisschen viel. Das machen wir auch mal manuell. Priorisiere Abreißen des Holzfeuergenerators. Und dann werden wir das Gehege vergrößern. Einmal nach dort. So, und wenn das fertig ist, reißen wir den Zaun ab. Und dann sollten die hoffentlich hier hoffentlich genug Platz haben. Bin mal gespannt. So, Lau kann wieder laufen. Oh, sehr gut. Jetzt holt er sich erstmal seine Knarre wieder. Und hier wird munter gebaut. Wo wird gebaut? Nirgends. Na gut. So, wie geht's denn der guten Svetlana? Wie viele Tage haben wir hier noch? Immer noch so 24 Tage. Wow. Na gut. Ah, hier wird gebaut. Ah, sehr schön. Wunderbar. Das Gehege ist fertig. Oh, ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. Dann
Zauntor. Und bitte einmal abreißen. Bei denen hier mache ich das mal per Hand. Da bin ich mir nicht sicher, ob es da Probleme sonst gibt. So, okay, wunderbar. Und Aski läuft hier rum. Dem geht's noch ganz gut. Bitte einmal priorisiere das Abreißen des Zauns. Okay, und wir haben jetzt hier 67 und 77. Ah, es reicht immer noch nicht ganz. Ich hoffe mal, das reicht, wenn wir das hier abreißen. Nicht, dass sie sich hier noch gegenseitig zerfleischen. Na gut. So, aber im Moment sieht es auch ganz gut aus. Und, ach, unser, ach, guck mal, es ist sauber. Och, ist das cool. Endlich mal eine saubere Küche. Und der Arbeitsplatz ist fertig. Sehr cool. Jetzt können wir mal schauen, was wir können Glas herstellen aus Stahl. Ich möchte aber gerne richtige Waffen herstellen. Das können wir noch nicht machen. Wie sieht es mit der Forschung aus? Maschinenbau, dann können wir Molotow-Cocktails bauen, Splittergranaten und eine Mechanikwerkbank. Und damit bauen wir uns dann Schusswaffen. Ich würde aber trotzdem ein paar Waffen auf Lager legen. Aber ich bin mir halt nicht sicher, welche. Wir können ja mal gucken. Die Durchbruchsaxt ist bei Nahkampfschaden 5. Das Pillum ist bei einem Nahkampfschaden von 4,5. Die Axt von 6. Spitzhacke von 6,5. Baugeschwindigkeit erhöht. Also wir könnten durchaus einen Hammer bauen. Das ist gut. Einen Hammer sollten wir herstellen. Den können wir Aski geben. Damit baut er schneller. Ja. Aber lieber Frank, du hast recht. Wir bauen nochmal zwei Bögen und legen die uns aufs Lager. Und ein Pillum hätte ich trotzdem auch gerne noch. Okay. So, und das sollte dann der gute Lau machen, wenn es denn soweit ist. Und dann haben wir es wieder. Sehr schön. Jetzt müssen wir mal dringend nach der Nahrung gucken. Wir haben nämlich noch 22 davon. Aber wir haben hier unten eine ganze Menge Beeren. Und die können wir auch nochmal abernten. Und wir haben hier nicht nur hier unten Beeren, die können wir alle ernten. Zack. So, und jetzt machen wir uns nochmal auf den Weg und suchen Medizin. Da haben wir nämlich noch gar nichts von angepflanzt, aber ich habe so die laue Hoffnung, dass wir hier genug haben. Ja, Pustekuchen. Noch haben wir hier gar keine Medizin gefunden. Okay, dann machen wir das ganz anders. Dann machen wir das ganz einfach. Wir machen hier vorne noch ein kleines Feld hin mit Medizin. Das können wir gut hier in die Ecke setzen. Das sollte kein Problem sein. Das machen wir auch nochmal weg hier. Dann können wir den erweitern. So, also einmal Medizin. Und wir könnten das natürlich auch... Wir machen das mal hier. Nein, wir machen das hier. Und da machen wir dann die Heilwurzeln. So, wunderbar. Okay, dann können wir schneller machen. Und die Frage ist jetzt, wieso wir das noch nicht wieder umgestellt haben. Der gute Lau sollte jetzt nämlich auch irgendwann einmal arbeiten. Sehr schön. Und, ach guck, Lau produziert unsere ersten Joints. Oh Leute, wir haben gleich was zu rauchen. Ist das nicht toll? Ist das nicht nice? Jetzt müssen wir aber nochmal... Was? Inspirierte Rekrutierung? Dank ihres hohen Stimmungswerts hat der Strategienerd eine Inspiration erfahren. Sie wird ihren nächsten Gefangenen erfolgreich rekrutiert, egal wie schwierig es ist. Ja, mal gucken. Vielleicht wird das ja hieraus was. Aber jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier was Schönes bauen. Also, wir haben... Eine Trommel? Nein. Gebetskissen? Nein. Wir könnten gleich mal uns hier hinstellen und eine kleine Rede machen. Aber ich suche eher ein Bong. Ah, das scheitert am Holz, ne?
Ja, wir brauchen Holz. Meditationsplatz, kleiner Naturschrein. Es ist uns alles egal. Eierkiste, Reliquienschrein. Wir haben keine Reliquien. Styling Station. Ein Tisch mit Spiegel. Mhm. Okay. Könnten wir eventuell hier für Elpie und Pink reinsetzen? Das wäre, glaube ich, ein nettes Gimmick. Blaue und rote Kästchen. Alinor, was genau meinst du mit blauen und roten Kästchen? Welche genau meinst du? Gebetskissen, kleiner Altar. Also noch gefällt mir hier nichts so richtig, wenn ich ehrlich bin. Wie gesagt, ich würde gerne hier was reinbauen. Wir lassen das da mal bei. Und Pink, was macht denn Pink gerade? Ach, Pink liegt in der Badewanne. Ach, wie schön. Die links. Blaue und rote Kästchen links. Meint ihr hier? Oder wo meint... Oder wo? Ach, hier! Ja! Ah, okay. Genau, ja. Da ist was geplant. Ich kann übrigens die Planung hier schon mal wegnehmen. Das ist... wir brauchen zwei Räume nämlich. Einmal so eine Art... Ja, Gebetsraum, finde ich. Ne? Das ist im Prinzip das, was wir gerade hier auf unserem Aufenthalts, auf unserem Hauptplatz machen. Und ein Partyraum. Wir brauchen quasi einen Raum, wo wir unsere Feten feiern und gemütlich dabei unsere Joints rauchen. Und dann, wenn wir zugekifft sind, durch unseren Gebetsraum gehen, noch drei Ave Maria singen und dann uns ins Bett legen. Beziehungsweise nicht Ave Maria, entschuldigt bitte, das war Quatsch. Wir singen aber... Aber Moral Smoker. So, das ist quasi unser Anführer. Den singen wir an. Beziehungsweise der moralische Führer ist der Loyal Fixer. Also könnten wir uns auch überlegen, dass wir nach dem Kiffen den Loyal Fixer anbeten. Eventuell den Moral Smoker. Da sind wir uns in der Kolonie noch nicht ganz einig. Das müssen Pink und der Strategienerd noch untereinander ausfechten. Das ist noch in Diskussion. Und guckt euch mal an. Oh, guck mal, hier gab es ein leckeres Steak. Ist das nicht schön? Sehr schön. Der Strategienerd liegt in der Badewanne. Oh, da gehen wir mal ganz schnell weg. Der hat nicht genug Schaum dabei. So. Oh, das ist ja geil. Der hat wirklich... Der pupst Treibstoff. Sehr nice. Na, das ist doch mal nett. Okay. Da ist das Grab. Wir erinnern uns. Sehr traurige Nummer. Das war eine Toilettenschüssel, kein Steak. Eine Toilettenschüssel? No, ach, die hat die Bettpfanne gesäubert. Oh Gott, wie peinlich. Naja, mein Gott, könnte auch ein Steak sein. Man weiß es nicht. Und Pink macht sauber, da gucken wir doch mal zu. Eine sehr ehrenvolle Aufgabe. Wunderbar. Okay, hier haben wir noch ein paar Sachen vergessen tatsächlich. Nämlich Klimaanlagen, das ist ja auch wichtig. Also, Strom... Ach, wir haben hier sogar schon Strom. Ja, dann können wir die doch da hinten einfach reinbauen. Das ist ja kein Problem. Und setzen einmal eine Kühlung da rein. Und ich würde tatsächlich sogar... Ich weiß nicht, zwei... Der Raum ist relativ groß. Was meint ihr? Brauchen wir da zwei? Nein, das müsste einer schaffen, ne? Ja. Genau, das müsste hier... Das müsste einer schaffen. Beziehungsweise ich setze den lieber dahin, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass wir in die Richtung bauen und uns irgendwann hier hoch erweitern, ist höher als in die Richtung, weil da ein Fluss kommt. Ja, genau. So, dann müssen wir die Dinger hier auch wegschaffen. Das sollte hier in den Küchen jetzt auch nicht unbedingt rumliegen. Okay, so. Hier unten wird die Küche, hier wird der Essraum. Dann bauen wir dort jetzt bitte... Einmal Möbel. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier haben. Wir haben 1000 Stahl. Dann bauen wir hier mal einen schönen Stahltisch. Ist die Frage, haben wir da einen? 3x3. Hier passen 8 Leute ran. Und da 9. Ja, ich würde sagen, das passt doch, oder? Einmal den. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch ein paar schöne Stühle dafür haben. Na bitte.
1, 2, 3. 4, 5. Und da unten bauen wir auch noch welche hin. Idealerweise auch andersrum. Dass die auch genau richtig rumstehen. So. Dann brauchen wir hier noch ein Lämpchen. Dort bitte. Dann brauchen wir unten Strom. Einmal ein Stromkabel dahin. Okay, wie sieht es hier unten aus? Haben wir da jetzt ein bisschen Platz gewonnen? Immer noch nicht. Ach, ist das nicht schön? Guckt euch das an. Ach, Freier dampft sich erstmal, kifft erstmal eine Runde. Ach, herrlich. Endlich produzieren wir unsere eigenen Joints. Kein Wunder, dass sie alle so glücklich sind gerade, wenn die kräftig einen durchziehen. Entspannt, 100%. Ach, na guck, wunderbar. Das freut mich. Und Lau steht hier munter rum und produziert am laufenden Band die Joints. Herrlich. Das freut mich, dass es euch gut geht. Sehr schön. Okay, aber weiter zu der Planung hier unten. Hier vorne müssen wir ein paar schöne Sachen noch reinsetzen. Jetzt ist die Frage, was ist schön für unsere Kolonisten? Und wir haben nur noch 44 Holz. Das wird sich aber in Zukunft erhöhen. Attraktivität 2, okay. Haben wir irgendwelche schönen Schränke oder irgendwas, ein Regal? Regal zur Aufbewahrung verschiedener Objekte. Kommode. Ja, ich würde sagen, wir stellen hier einfach mal ein Regal in die Ecke. Ja, das finde ich gut. Okay. Dann kommt hier vorne noch eine Lampe mit hin. So. Einmal da auch mit dran. Und dann gucken wir mal, dass wir hier noch in die Ecke noch ein Blümtöpfchen stellen. Ein Bonsai-Topf aus Holz. Nee. Nee, 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 nee. Da würde ich gerne den Blumentopf hinstellen. Ja. Okay. Das ist gut. Dann werden wir einmal die Kochstelle, leckere Mahlzeiten und ich würde auch das Thema Joints, das würde ich auch hier rüberbringen. Das können wir da auch machen. Nimm den Blumentopf aus dem Lager. Ja, das ist eine sehr gute Idee, Frank. Blumentopf aus Holz. Einmal dahin, bitte. Danke, Frank. Sehr gute Idee. So, Planning. Bitte einmal Pläne entfernen. Die hier. Die haben wir soweit umgesetzt. Also, wir sind dabei. Wir haben es geplant. Okay, das ist das Lager. Müssen die Bäume entfernt werden. Okay. Klimaanlage ist im Bau. Dann brauchen wir hier drinne auf jeden Fall. Ich würde. Wir bauen erstmal ein Herd. Ein Herd und ein Arbeitsplatz. Wir können das ja noch erweitern hier. Wir haben ja genug Platz. Okay. Dann würde ich. Was ich auf jeden Fall auch gerne machen möchte. Ist ein, ich weiß gar nicht, ob das auf Deutsch übersetzt ist. Ja. Ein doppelter Wandkühlschrank. Das können wir hier. Jetzt ist die Frage, in welche Ecke wir das setzen. Hier in die Ecke könnten wir noch was bauen. Da können wir auch was hinsetzen. Das Problem ist, wenn wir es. Den Herd nur versetzen, das erhält die Aufträge. Alles gut. Das mit den Aufträgen ist kein Problem. Die kopieren wir uns einfach. Die kopieren wir uns einfach rüber. In die Zwischenablage kopieren und dann auf der anderen Seite wieder einfügen. Das ist kein Problem. Ich würde sagen, wir setzen den Kühlschrank tatsächlich hier hin und ziehen noch eine Leitung. Ja. Stahl haben wir genug. Einmal dahin. Und dann setzen wir uns da einen Kühlschrank hin. Okay, wunderbar. Und in das Kühlschrank, in diesen Kühlschrank, da möchte ich nämlich gerne, wenn das von der Menge her passt,
Da können wir auch einen zweiten hinsetzen. Und in diese Kühlschränke bauen wir dann unsere oder machen wir dann das fertige Essen. Und das ganze Ding hier nehmen wir nur fürs Rohmaterial und in die Kühlschränke kommt dann das fertige Essen, dass wir das ein bisschen sortiert haben. Dass sie quasi hier reingehen können, an den Kühlschrank gehen, nehmen sich ein Essen raus, setzen sich hin und dass wirklich nur noch der Koch ins Lager geht, beziehungsweise die Leute, die das hier vom Feld direkt da reinlegen und der Koch, der sich das dann hier rausholt. So. Ich denke, das ist dann eine gute Lösung. Und die Leute, wenn sie vom Schlafen kommen, können sie direkt hier reingehen, sich was holen, essen und dann zur Arbeit gehen. Dann haben wir auch relativ kurze und effiziente Wege, weil die Wege im Moment sind doch relativ lang. Sie müssen immer hier durch, das bremst, das ist alles sehr ineffizient. Aber das kriegen wir schon hin. So, jetzt haben wir hier noch tierische und riesige Mengen an Stahl. Und wenn das hier alles weg ist, dann können wir das Ding hier ausschalten und das ganze Teil hier zu einem großen Lager machen. Und diese Produktionsgebäude, da müssen wir mal gucken, wo wir die hinbauen. Das werden wir dann noch sehen. Das könnten wir eventuell hier unten machen. Oder wir machen das Lager woanders hin. Du brauchst eine zweite Klimaanlage. Ja, das hatte ich überlegt, ja. Ihr sagt es auch, ne? Eine zweite Klimaanlage hier fürs große Lager. Ja. Ja, ihr habt recht. Dann machen wir das. Ein Wandkühlschrank ersetzt die Wand. Ja, ich weiß nicht. Ja. Doppelter Wandkühlschrank. Ah, okay, jetzt weiß ich, was ihr meint. Jetzt weiß ich, was ihr meint. Wir haben. Moment, aber wir haben gar keine anderen, ne? Wir haben nur die Kühlschränke. Ja. Ich weiß, was ihr meint, aber. Das heißt, wir könnten den Kühlschrank als Wand nutzen. Haben wir denn in der Forschung noch andere Kühlschränke? Ich bin mir gar nicht sicher. Ne. Das scheinen die zu sein, die wir haben. Okay, ja, dann. Aber dann müssen wir die Wand abreißen. Ha. Ha. Ah. Nee. Wir bauen die dahin. Ich möchte die Wand jetzt ungern abreißen. Das wäre. Obwohl es halt schon cool wäre, ne? Dann könnten die halt. Ja. Ja, wir machen das. Wir machen das. Ihr habt recht, wir machen das. Das Stromkabel kommt weg. Ersetzen. Wandabreißen ist kein Akt, ne? Ja, ich weiß. Wir machen das. Wir reißen das ab und setzen dafür die Kühlschränke rein. So, wie sieht es denn hier aus überhaupt? Das Problem ist, abreißen machen unsere Leute überhaupt nicht gerne. Ich weiß auch gar nicht, warum. Wir sollten nochmal bei der Arbeit gucken. Und beim. Was ist denn. Abriss ist wahrscheinlich Abriss, ne? Tierpflegearzt. Ist Abriss nicht auch bauen oder ist Abriss Handwerk? Drogen synthetisieren beim Bauen. Abriss ist doch bauen, ne? Böden entfernen, Strukturen abreißen. Das ist doch bei ASCII. Ich meine, wir haben ja bei Freier bei Feldarbeit 1. Ich würde mal tatsächlich sagen, wir wechseln mal bei ASCII in Feldarbeit beim Bauen 1 und Feldarbeit 2. Wir haben ja die gute Freier, die Feldarbeit hauptsächlich macht und Waldarbeit. Dass er sich hier wirklich um diese Sachen kümmert. Okay. So, jetzt wird hier auch munter gebaut. Dass er sich jetzt auch vor allen Dingen darum kümmert, dass hier abgerissen wird. Das ist ja auch wichtig. So, die Bäume müssen hier auch weg. Ein Meisterwerk? Nein. ASCII hat einen 3x3-Tisch meisterlich hergestellt. Lieber ASCII, wenn du das siehst, vielen, vielen Dank. Sehr cool. Und Leute, guckt euch den Tisch an. Ist der nicht toll? Ach, herrlich. Herrlich. Stellaris Multiplayer Events sind.
zumindest momentan nicht geplant, ne. Aber abgeneigt bin ich nicht. Ist einfach nur aus Zeitgründen bisher nicht geplant. So, die Barrow-Union durchquert dein Gebiet. Drei Leute. Gott, was? Wie bitte, wer ist das denn? Sind die nackt? Die Barrow-Union? Moment. Stehen wir denn zu denen? Ach, das sind die Nudisten. Ah, okay, ja. Klar, natürlich sind die Nudisten nackt. Logischerweise. Sklaverei ist ehrenhaft. Sie sind komplett nackt. Weibliche Überlegenheit. Und das sind alles Männer? Männer? Weiblich? Weiblich. Okay, also ein Sklaven. Das schwarze Wildschwein ist der Sklave der Gottesanbeterin. Ja, und von der vom Wurm. Ja, klar, ja klar. Das schwarze Wildschwein von der Gottes... Okay. Ignorieren wir die drei und konzentrieren uns wieder auf unsere Kolonie, bevor mir dann noch irgendwelche total sinnlosen Kommentare zu einfallen. So, das Holz bitte einmal tragen. Und es sieht gut aus. Es sieht gut aus. Und jetzt wird hier auch bald... Oh, Leute, es wird hier bald gegessen. Oh, cool. Ernsthaft? Fuhr beleidigt die Beinahe von Aski. Aski hat das richtig wütend gemacht und er schlug zu. Hallo. Ernsthaft? Was ist hier los? Übergeschnappt Schlägerei? Wenig fortpflanzungsfähig, hohes Alter und weil er zu viel gekifft hat. Boah. Echt jetzt? Fuhr und Aski prügeln sich nicht mehr und er hat gleich sein Joint hier verloren. Hm. Und Pink muss gleich wieder hinter Aski hinterherputzen. Jetzt gucken wir uns erstmal an, wie es den beiden geht. Also, Fuhr hat eine Bissnarbe. Okay, eine Prellung von der menschlichen Faust. Und Aski hat... Oh, den hat es aber gut erwischt. Ein Bruch der Nase. Linker Arm ist geprellt, rechter Arm ist geprellt, rechte Speiche ist gebrochen. Oh mein Gott. Rechtes Bein ist geprellt. Ja, der hat gut was auf der Nase bekommen. Meine Herren. Aski legt sich erstmal hin. Der hat ein blaues Auge. Leute, 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 hier ist was los. Meine Herren. So, Fuhr legt sie auch hin. Die prügeln sich ganz schön gerne bei uns, muss ich ja sagen. Wie sieht es jetzt hier aus? 67, 77. Ja, wir haben ja gesehen, die werden ja ab und an rausgeholt. Das ist ganz gut. So, Strombedarf. 390 sieht erstmal gut aus. Ah, jetzt haben wir hier auch abgerissen. Sehr schön. Einmal tragen. Und jetzt möchte ich bitte zwei weitere Batterien dahinstellen. Und dann werden wir hier unten noch ein paar Solarzellen bauen. Aber die haben wir noch nicht erforscht. Der Maschinenbau, Schusswaffen. Dann gucken wir uns jetzt mal an, dass wir als nächstes bitte... Löschsprinkelanlage, dekoratives Glas. Das Glassworking, das würde ich auch gerne machen. Das machen wir auf jeden Fall auch noch. Eine Kläranlage wäre auch wichtig. Industrieklimaanlagen auch. Wir haben so viel zu tun. Aber erstmal gehen wir... Uhr ist geheilt, okay. Elektronische Pumpe. Wir gucken mal nach Solar. Solaranlage ist da. Dann machen wir das danach. Und nach der Solaranlage gucken wir uns bitte... was meint ihr? Solaranlage. Wir lassen das erstmal so. Wir gucken uns das danach an. Okay, so. Hier wird gebaut, auch noch nicht abgerissen. Wir können tatsächlich... Hier geht es jetzt auch weiter... Hier schon mal abreißen, den Tisch. Ach, guck. Ein Königreich für ein Lama. Ach, wie niedlich. Jetzt haben wir wenigstens noch ein bisschen was an Fleisch hier zu essen. Und es wird tatsächlich langsam knapp mit dem Essen. Muss man ja sagen. Also wir müssen uns da noch ein bisschen, erweitern, auf jeden Fall. Wir haben nur noch 6 Mahlzeiten, aber ein paar Beeren haben wir noch.
Haben wir irgendwo hier oben? Gibt es noch ein paar Beeren? Ein paar sind gut. Komm. Die ernten wir nochmal alle. Wir haben ein Vertragsangebot. Und Elnik, Stellarch der Fraktion, das Exodusreich, hat erfahren, dass Fur und mehrere Flüchtlinge in Intimbüttel zu Gast sind. Er ist mit Fur verfeindet und will sie tot sehen. Er wird dir folgende Belohnung schicken, wenn du alle Mitglieder der Quistan tötest. 3x Crystal. Wer zum Henker sind die Quistan? Boah. Jetzt müssen wir erstmal bei den Fraktionen gucken. Gibt es eine Fraktion, die sich die Quistan nennt? Nee, doch. Außerweltliche Flüchtlingsgruppe. Ah, okay. Wir gucken mal, wie die drauf sind. Also, die gehören wirklich nicht dazu. Individualisten, Bumi. Tja, die pimpern überall, wo es geht, schlagen sich mit allen Leuten, beten irgendwelche komischen Götter an. Aber, jetzt mal ehrlich, ansonsten Laternenfest, Beerdigung. Also, schlimm finde ich die jetzt nicht. Die Frage ist, wollen wir es uns mit dem Exodusreich wirklich vermiesen? Und ob wir das machen, das seht ihr in der YouTube-Aufzeichnung morgen. Macht's gut.